Ja, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Und zwar habe ich hier, wie für euch versprochen, den Afterpatch, um den RC Bandito zu modden. Ja, der ist jetzt, gebe ich leider auch zu, nicht so ganz leicht, beziehungsweise nicht so sexy wie der letzte von gestern, also das letzte Video. Und es ist aber eine Afterpatch-Variante. Ja, ich habe das angekündigt, dass ich das zeige, und ich halte mein Wort. Und ja, es basiert auch ein bisschen auf Glück, ja, könnt ihr sehr gern testen. Ich zeige euch, wie das ich heute schon zweimal gehittet habe, ja, also erhofft euch jetzt nicht so, dass ihr sofort das vom ersten oder zweiten Mal, wer vielleicht Glück hat, schafft es schon vom ersten, zweiten, dritten Mal, aber ich habe auch selber vielleicht, ich glaube, das waren schon beim zweiten Versuch bis zu 15 Mal, 20 Mal, wenn nicht sogar mehrmals, ja, aber an sich ist das der Versuch halt immer nicht jetzt so extrem lang oder so. Also es ist im Prinzip wie das alte, ja. Ich mache das wieder so, dass ich das in der geschlossenen Freundessitzung mache. So, ich bin hier noch MC-Präsident, braucht man nicht, weg damit. Ihr benötigt einen Bunker, spawnt am besten im Bunker oder besucht einfach mal hier den Bunker einmal. Besuch abstatten, dann wieder zurück zur Arena. Natürlich benötigt ihr die Arena hier für diesen Glitch und den RC Bandito. Ja, ganz normal im Internet könnt ihr Bunker kaufen und natürlich die Arena. Und auch selbst natürlich den Southern San Andreas, den RC Bandito, ja. Ihr werdet ihn. Viele haben es geschafft, ja. Der letzte war halt so leicht, wirklich so einfach. Und ihr könnt halt hier auf ihn am besten ein Auto, ja, was halt ein iFruit-Kennzeichen hat. Wäre halt vorteilhafter, finde ich. Man kann dennoch, wenn man dann von dem Bandito mercht, auf jeden Fall Autos mergen tut, mit iFruit-Kennzeichen später auch noch verkaufen. Ja, die bringen doch noch einige gutes Geld, sage ich mal. Nicht alle, aber einige. So, falls ihr irgendwie Probleme habt oder so, startet mal die Konsole neu oder auch Sitzungswechsel. Ja, habt ihr den Glitch einmal geschafft in dieser Sitzung, speichert irgendwas an dem Bandito ab und ein zweites Mal, falls ihr, ja, Tochter im Hintergrund geht schon ab, falls ihr irgendwie ja, versucht andere Felgen in dieser selben Lobby zu klatschen auf den RC Bandito, dann müsst ihr halt die Lobbys wechseln, okay? Also, wie gesagt, das ist halt hier für die Leute, die jetzt wirklich diesen Bandito haben wollen, die werden das auf jeden Fall, denke ich mal, mehrmals versuchen, ja? Wer da hartnäckig ist und dieses Teil also auf geilen Felgen haben will, wird auf jeden Fall hartnäckig da dranbleiben und das Ganze versuchen. So, ich fliege jetzt einfach rüber zur Arena und dann erkläre ich euch einfach diese Steps. Und ja, versuche ich eigentlich die besten Tricks zu sagen. So, also seid ihr bei der Arena angekommen, geht ihr ganz normal in die Arena-Werkstatt. Und nicht zu vergessen, ich mache das Ganze genauso in ungefähr so wie Seiko, also wie Sehan. Wir haben jetzt nicht, ich habe jetzt echt sehr wenig Kanalmitglieder. Ich weiß immer noch nicht, ob viele diese Option jetzt sehen können. Wer Kanalmitglied werden will, kann es gerne machen. Und ich werde das auch so machen, dass jeder, der Kanalmitglied ist, einfach die Videos 15 bis 20 Minuten auf jeden Fall früher sehen wird als wie alle anderen. Okay, so, also ich habe nochmal für euch extra den Bandito zurückgesetzt. Ja, ihr seht es, er ist ganz normal standardmäßig mit den ultra hässlichen Felgen. Und mit der geilen schwarzen Lackierung. Und ich empfehle euch das so, ja, entweder nehmt ihr als Spenderfahrzeug natürlich entweder den LG Retro Custom oder hier den Winnie Easy Classic, weil ihr könnt an diesen Autos die Bennys Felgen natürlich tauschen. Okay, ganz simpel. An anderen Autos, ihr könnt dann auch natürlich ein gemoddetes Auto nehmen. Ja, Mausi, was ist? Alles klar? Hm? Ja, passt. Solange noch. Ihr könnt auch dann ein gemoddetes Auto nehmen, was halt schon gemoddete Felgen hat und gemoddete Farbe. Das geht genauso, okay? Ihr steigt einfach in das Auto als Spendefahrzeug, was ihr halt nehmen wollt. Zum Beispiel hier habe ich mein G2S-Kennzeichen, Yankton Plate. So, Pfeiltaste nach rechts. So, also wenn ihr dann hier in der Werkstatt angekommen seid, drückt ihr Kreis, Fahrzeug verlassen. Okay, holt das Handy raus. Geht auf Kontakte, noch nicht Einstellungen, das laber ich da. Geht auf Kontakte, ruft Simeon an oder Gerald, ja, es funktioniert mit beiden. So, ich rufe jetzt einfach Simeon an, fordere einen Job an. Links oben Job anfordern. Ich mache jetzt hier noch über PSN-Taste ein bisschen den Controller lauter. Das ist zu laut, okay, passt so, dass ich das Klicken höre, ja. Wir machen hier wieder den alten Trick mit Optionstaste loslassen und X drücken. So,
Gesundheit, Maus. So. Holt das Handy raus. Jobliste ist Gesundheit. Jetzt aber. holt das Handy raus, geht auf diesen Job, geht hier ganz normal vor zum RC Bandito. Ich empfehle euch auch nicht so komplett an ihn ranzugehen, ja, weil da manchmal das Menü links oben nicht rauskommt. Ja, deswegen ein bisschen Abstand halten. Keine Ahnung, ungefähr so. Ja, wobei ich habe jetzt echt schon einen Step vergessen, Alter. Wir gehen zurück. Mausi, nicht niesen. So, Pfeiltaste rechts, genau. Ändert irgendwas, zum Beispiel an der Panzerung. Das ist egal. Ja, macht es, Fahrzeug verlassen. Und falls ihr den jetzt dann nicht hittet, müsst ihr nochmal zurück zu dem Fahrzeug, nochmal irgendwas ändern und dann nochmal zum Bandito. Also bleiben hier stehen. So, Abstand passt auch. Ich gehe nie komplett nah ran, weil bei mir dann manchmal dieses Menü gar nicht links oben kommt. Jobliste, Simeon, und jetzt kommt es mit dem Start-Optionstaste. Sehr schnell loslassen und dann die X-Taste drücken. Das ist echt leicht versetzt. Leicht versetzt. Nicht geschafft, nochmal. Ich habe das Klicken vom Handy nicht gehört. Jobliste, Simeon. Okay, jetzt habe ich es gehört. Handy ist runtergegangen, Karte aufgegangen. Und es hat noch die Mission von Simeon angenommen. Dann geht ihr auf den Raster Online. Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt. Missionen, ein Job für einen Titan. Okay, und wenn ihr in dieser Mission seid, hier gibt es mehrere Variationen. Ja, entweder spammt ihr und drückt dann hier jetzt in der Mission die ganze Zeit nach rechts. Ja. Und bis zum Ende durch. Ich fange jetzt einfach schon an, nach rechts zu spammen. Einfach die ganze Zeit. Dann drückt ihr hier Kreis. Raus aus dem Job. Ah ja, alles cool. Maus. Moment. So, weiter im Programm. Ich drücke immer noch die ganze Zeit Pfeiltaste nach rechts. Job verlassen. Ja. Einfach spammen, 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 spammen. Okay, ich habe es nicht gehittet. Ja, es klappt auch nicht immer wirklich vom ersten Mal. Manchmal vom zweiten oder dritten Mal. Wir werden es einfach versuchen. So, hier nochmal rausgehen. Jetzt muss ich wieder ins Auto einsteigen. So, ich steige ins Auto. Drück Pfeiltaste nach rechts. Ändere irgendwas. Das ist egal was. Panzerung nochmal ändern. Zack, zack. Fahrzeug verlassen. Neuer Versuch. So, diesmal werde ich ein bisschen später anfangen, rechts zu spammen. Jobliste, Simeon. Nochmal die ganzen Steps. So. Okay. Ah, noch nicht gehittet. Nochmal. Falsch. Simeon. Loslassen. Geschafft. Okay. Online. Jobs. Job spielen von Rockstar. Stellt Missionen ein Job für einen Titan rein. So. Wir werden jetzt einfach nur. Ja, das ist ein bisschen hier komischer Part. Ja, der ist auch nicht so wirklich flüssig, sage ich mal, wie beim letzten. Also, wir warten hier noch ein bisschen. Okay, drücken. Oder ich spam jetzt schon nach rechts, Kreis, beenden. Versucht mal sehr schnell zu spammen. Ganze Zeit sehr schnell. Bam! Okay, ich habe es gehittet vom zweiten Mal. Ja, ihr habt das gesehen. Manchmal hilft es schon sogar, dass man das, oder bringt es was, dass man es vom zweiten Mal schafft. Sogar vom dritten, vom vierten kann auch sein. Habe ich vorhin auch so gehabt. Dann hier ganz normal raus aus dieser Mission. Und ja, ändert jetzt hier irgendwas an dem Bandito. Von mir aus, keine Ahnung, Lackierung. Primär, Metalle, zack, Farbe geändert. Ganz einfach das Menü verlassen. Es ist wirklich ein bisschen tricky. Ja, haltet euch einfach nur an die ganzen Schritte, so wie ich gesagt habe. Nicht ganz nah hin. Ihr könnt es sogar auch in der Ego-Perspektive versuchen. Das geht genauso. Hat auch Sehan vorhin gesagt, dass er das so geschafft hat. Und falls ihr das nicht schafft, vielleicht nach dem 20. Versuch, wer so hartnäckig ist, immer jedes Mal, wie gesagt, ins Auto irgendwas ändern, wieder zum Bandito, Part mit dem Handy machen. Und so weiter und so fort, ja. Vielleicht auch mal die Lobbys wechseln, sollte vielleicht auch irgendwann klappen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video hier dennoch getaugt, ja. Und lasst ein Like da, ein Abo. Und ich denke, wir hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Ich bin raus. Peace.